Was geht, was geht, was geht, meine lieben Freunde? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play GTA 3. Mit mir, dem Shithead, der dieses Spiel mag, aber nicht immer kann. Und dem guten Claude Speed, der Claude Speed, so heißt er jetzt, Claude Speed. In seinem Esperanto mit seiner MSXFM-Mucke. Und jetzt gehen wir kurz ein bisschen ab. Leider habe ich keine Facecam, deswegen seht ihr nicht, wie ich den Head bounce. Ah, wir müssen noch kurz Munition einsammeln. Ja, die letzte Aufnahmesession ist ja mal wieder ein bisschen chaotisch geendet, weil ich mich auch ein bisschen blöd angestellt habe. Das wird sich jetzt aber ändern. Das verspreche ich euch. Das verspreche ich euch. Ja. Hört sich komisch an, ist aber so. So, wir werden es ja jetzt mal... Hör mal, Kollege. Findest du das okay? Moment, ich glaube, wir besorgen uns zuerst die Kolumbianer-Karre. Ist an der Stelle vielleicht gar nicht so verkehrt. So, das haben wir gut hingekriegt. Jo, das sieht gut aus. Hoffentlich können wir jetzt auch hier rein. So, wir müssen nur noch einen Schritt zurück. Danke! Sehr nett, sehr nett, sehr nett. Und dann schauen wir doch mal, ob wir die Mission diesmal schaffen. Wieso ist der Diablo denn jetzt bitte wieder zurückgerollt? Na egal, den schieben wir an. Ja, so muss das. So, das ist ein Geländewagen. So, wie schnell die Bauarbeiter hier sind, kaputte Schranken zu reparieren. Ja, schieß ruhig auf mich. Das macht mir gar nichts. So. Wir werden uns gleich noch ein bisschen mehr Munition besorgen und eine schusssichere Weste auf jeden Fall auch. Allerdings weiß ich nicht, wie viel Sinn das bei der Mission macht. Weil wir ja im Prinzip nur Kenji töten müssen. Aber das ist ja wieder einfacher gesagt als getan. Habt ihr ja beim letzten Mal auch mitbekommen. Weil da oben ein Typ ist, der eine M60 hat. Ist das eine M60? Die Schnellfeuergewehrdingen da, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall eine richtig asoziale, starke, schnelle Waffe. So viel steht schon mal fest, da können wir uns drauf einigen. Und da muss ich schnell sein. Ich wollte schon sagen, Alter. Ist die Kiste schon wieder kaputt? Mein Gott. So, dann werden wir das Ganze nämlich so machen. Ja, keine Ahnung, was du laberst, aber wird schon so sein. So, ich werde mir nur das Nötigste einpacken. Sollte ich vielleicht... Ich glaube, wir sammeln uns nochmal. Ich glaube, 625 Schuss sollten reichen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Und dann fahren wir zum guten Donald. Was er uns zu sagen hat, wissen wir ja schon. Wir müssen auch nur dahin, um die Mission anzunehmen. Und der Rest erledigt sich dann von alleine. Und ich werde es jetzt so lange machen, bis ich die Mission geschafft habe. Das ist mir egal. Ich glaube, unter den Leuten, die ich überfahren habe, war ein Polizist dabei. Kann das sein? Ah, das Auto qualmt schon. Das ist nicht in Ordnung. Müssen wir den gleich vielleicht vorher nochmal reparieren. Muss ich mir mal überlegen. So. Wie gesagt, was du zu labern hast, ist mich egal. Deine erste Mission war super einfach und bei der zweiten Mission fängst du jetzt an, so eine Scheiße zu bauen. Finde ich nicht in Ordnung. Gut, dann fahren wir den Wagen auch nochmal reparieren, Leute. Ja, ich weiß, ihr mögt jetzt denken, der zieht die Folgen voll in die Länge. Die sind sowieso nur 10 Minuten lang und dann macht er noch sowas. Aber ist ja immerhin noch mein Let's Play, ne? Da darf ich ja machen, was ich möchte. Geh mich mal aus dem Weg hier. Ach, weißt du was? Genau. Ich überfahre dich einfach. Mir dann auch relativ egal, ob du was dagegen sagen tust oder nicht. So. Machen wir das Ganze nämlich mal so.
So, das Dumme ist halt wirklich bei der Mission, dass wir nicht aussteigen dürfen. Also, das ist... Ja, das macht das ein bisschen schwieriger, finde ich. Vor allem, wir dürfen zu keinem Zeitpunkt aussteigen. Ich glaube, wenn wir Kenji umgebracht haben, müssen wir auch noch mit dem Auto von dem Parkdeck wieder abhauen. Das heißt, das Ganze wird doppelt schwierig. So, und ich werde jetzt mal versuchen, mit WASD zu fahren und zu lenken. Weil mit Q und E kann man halt nach links und rechts rausgucken und dann direkt schießen. Macht die Sache, glaube ich, einfacher. Ich weiß gar nicht mehr, was mir beim letzten Mal das Genick gebrochen hat. Ich glaube aber, das war der Polizeihubschrauber, der dann urplötzlich da aufgetaucht ist. Warum auch immer. So, jetzt haben wir uns erstmal locker beide Türen kaputt gefahren. So, der Typ läuft gegen die Wand. Ich weiß nicht, ob wir den von hier treffen. Nee, tun wir nicht. Aber die treffen uns. Finde ich ja auch mal wieder echt lustig. So, guck mal, wir haben die vier Typen oder die drei Typen. Okay, das sind ganz schön viele. Moment. Siehste? Das war ich noch nicht mal. So, kommt. Kommt schon. So, den haben wir auch. So, den haben wir auch. Jetzt müssen wir nur noch... Nur noch verschwinden. So, und dabei lasse ich mir jetzt Zeit, Leute. Da könnt ihr davon ausgehen. Ich werde mit euch die Bullen warten auch unten. Ich kenne die doch. Jo, danke. Ja, was soll das? Bitte funktionier, bitte funktionier, bitte funktionier. Oh. Okay. Die KI manchmal ist echt schrecklich. Wenn die jetzt mir hier da reingefahren wären und ich rausgefahren wäre, dann hätten die mich bestimmt wieder vernichtet. So, und jetzt hauen wir nur noch hier ab. Jetzt lass den Wagen stehen. Okay. So. Fertig. Oh, hier haben wir Mollys. Haben wir auch mal eben gefunden. Sehr schön, damit hätten wir das doch erledigt. Seht ihr, man muss das Ganze nur schön ruhig und locker angehen. Und dann passt das auch. Habe ich doch von Anfang an gesagt. Gut. Dann werden wir uns jetzt mal direkt um die nächste Mission kümmern. Hallo, Sir. Würden Sie mir bitte Ihr Fahrzeug überreichen? Danke. Gut, also haben die Kolumbianer jetzt erstmal Kenji umgebracht. Ich glaube, das wird den Yakuza nicht wirklich gefallen. Aber das ist ja nicht mein Problem. So, dann werden wir uns mal an die nächste Donald-Mission wagen. Ich habe keine Ahnung, was da auf uns zukommt.
Aber wir werden auf jeden Fall den Radiosender wechseln. Wir haben jetzt zwar schon alles gehört, weil wir mittlerweile schon beim 40. Part sein müssen oder sowas. Ich weiß es gar nicht genau.